Redanna. Oder wie heißt du? Das sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Sehr stimmungsvoll. Das ist vor allem, das ist sehr stimmungsvoll. Miau. Gott, das hat auch noch gepasst. Scheiße, das Katzenthema passt auch noch. Irgendwie. This better not awaken something in me. Hi, hier ist Max. Willkommen zurück zu Elden Ring. Ich habe heute schon mal eine lange Session gemacht. Das war die Morgens- bzw. Mittagssession. Aber ich habe Bock auf noch mehr. Und wir haben einen zweiten Schlüssel gefunden. Und ich will schauen, ob ich dem Priester diesen zweiten Schlüssel geben kann. Ja, aber diese, ja. Das ist, glaube ich, kein Priester gewesen. Dieser Schüler, der gerne in die Akademie gegangen wäre, aber dann irgendwie doch nicht wollte. Schauen wir mal. Hallo! Back to learn another. Why, of course. Are you certain? You're willing to give your blind smile. Ja. Thank you. Now I can go to resume my study of. Back to learn another. Why, of course. Thank you. With your blessing. Oh, perhaps one day. Who knows? Wir müssen schauen, der taucht dann bestimmt irgendwo auf. Ja, gut, passt. Also dann. Debate Parlor. Ich wusste beim letzten Mal nicht mehr, wohin. Irgendwie, das müssen wir jetzt als erstes rausfinden. Ich bin zweimal im Kreis gelaufen. Hatte einiges auch für euch rausgeschnitten. Eine Idee, die ich am Schluss noch hatte, ist, ob wir hier rüber gehen sollen. Also hier ist auf jeden Fall ein Gegenstand, was bedeutet, dass das gut ist. Und es führt in dieses Hauptgebäude, was auch gut ist. Was ich aber nicht weiß, ist, komme ich da rüber? Aber ich meine, bisher, warum eigentlich nicht? Da leuchtet was? Irgend so ein Portal oder so? Will ich das? Kommen davon noch mehr? Wahrscheinlich kommen davon noch mehr raus. Ja. Ich will auf jeden Fall den Gegenstand da unten haben. Gut, man kann ausweichen. Geh einfach durch, geh durch, geh durch, geh durch, geh durch. Ja, also. Was für eine lächerliche Falle. Ja, toll. Na, noch so ein Ding. Will ich das? Dann bin ich halt wieder ganz woanders. Na ja, gut, komm. Das macht mich wahnsinnig. Weil das ist ja meistens nicht nur ein Raum, sondern gleich eine ganz neue Gegend. Dann weiß ich nie, wo ich hin soll. Church of Vows.
You don't need absolution. Da kann ich NPCs umbringen und mich dann reinigen lassen. Gold Swing Needle, Gold Talon Tools. Das heißt, ich kann jetzt doch noch mehr verrücktes Zeug machen. Was ist denn mit dir? Du bist ein Priester, wie ich ihn selten sah. The Church of Vows. I don't know. Ja. It is here, at the Church of Vow, by the matrimonial bond between red-haired Radican and Renala of the Fool. Moment, der Wolf und meine Endgegnerin haben, okay, gut. Was there some you are free to I would serve if you find anything of unless perhaps in which case I will study sorcery. Oh, heresy is not all thing. Oh, what very well. Heresy all things. Ja. Boah, ist das teuer. You wish to know more. Lord Radagon. Eigentlich will ich über den nichts wissen, der ist nämlich leider tot. Ja. Wenigstens ist hier irgendwo. Hier. Das ist alles schön und gut. Aber eigentlich, was will ich da? Ich wollte eigentlich hier hin. Also gut, nochmal. Aber wir haben einen Lost Grace. Ich will immer Bonfire sagen und ich will immer Souls sagen. Auch wenn ich jetzt seit 25 Stunden spiele, aber ich krieg einfach die Nomenklatur nicht los. Also nochmal. Eigentlich könnte ich auch mal sowas anderes hier reinmachen. Nicht, dass ich irgendwas davon bräuchte. Ich glaube, manche von denen brauchen so viel FP, dass ich das gar nicht habe. Okay. Brillant. Niedlich. Okay. Unerwartet. Hey, du hast... Das ist ein bisschen unfair. Ich glaube, er blockt sie automatisch, die Spezialattacke. Okay, das ist dieses blaue Ding. Ich muss nicht warten, bis er sein Schild weggepackt hat. Macht er ja ab und zu wohl. Dann machen wir das halt so. Ist zwar irgendwie dämlich. Ich weiß nicht, wann ich schlagen soll. Irgendwann halt. Aber nicht jetzt. Oh, gehst du mir auf den Sack? Oh
unconscious. Tja, hätte es bei deinem Schild bleiben sollen. Das ist bestimmt ziemlich cool. Ich kann es nicht tragen, zu wenig Int. Das ist ziemlich cool, aber es hat auch no skill. Gute Magic Defense. Das wäre nicht schlecht. Und wiegt auch weniger. Aber Int 15. Na, das ist nur 1. Okay. Geht eigentlich. Sollte ich vielleicht versuchen. Ah, da ist das Haus für die Abkürzung. Wie ist er? Roberto! On Sekiro Run könnte ich auch mal wieder machen. Also natürlich nicht während Elden Ring, das macht nur wahnsinnig. Aber das war schon auch irgendwie ziemlich cool. Altered Aristocrat Garb. Gut, solange der Penner weg ist, ist mir alles recht. Kommt er immer wieder? Ich hoffe mal nicht. Ich weiß eh nicht, was das soll, weil er hatte diesen roten Namen. Das sind ja eigentlich Invasionen. Oder so AI-Invasionen. Aber das war ja keine Invasion. Der war ja sowieso schon da. Deswegen kapiere ich nicht ganz, was das immer soll. Es sieht aus, als könnte dahinter jemand sein. Hm. Der mit einem roten Wolf verheiratet war. Hm. Ja. Redanna. Oder wie heißt du? Das sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Sehr stimmungsvoll. Das ist vor allem, das ist sehr stimmungsvoll. Miau. Gott, das hat auch noch gepasst. Scheiße, das Katzenthema passt auch noch. Irgendwie. This better not awaken something in me. Little Culver. Ist das euer... Was ist das? Ist das der Wolf? Ist das das Kind von ihr und dem Wolf? Nein, das ist nicht so ein scheiß Storyboss wie Beacons of the Deep. Ist das irgendwie. Es hat irgendwie was? Kommen immer mehr. Okay, ich muss irgendwas anders machen. Muss ich die richtigen finden? Wahrscheinlich muss ich die richtigen. Ja, guck, hier ist die richtige. Ah, das bröckelt jetzt. Ah, ich verstehe. Gut, kapiert. Da ist sie! Auf sie! Es ist irgendwie anders. Da hinten.
Es ist anders als die anderen Bosse. Wobei die meisten Story-Bosse irgendwie scheiße waren. Also, sie waren meistens ganz cool. Ich finde auch hier das Konzept irgendwie ganz, ganz nett. Also, ich gestehe auch, dass ich das zuvor so noch nicht gesehen habe. Oh nein, sie ist unten. Sie hätte schon lange tot sein müssen. Nein. Ich bin ein Vollidiot. Das kann aber auch nicht der... Da kommt noch was. Wo ist jetzt? Wo ist denn... Es ist einzigartig. Das sind aber meistens die Bosse, die einem... Ah, nein. Die einem dann später irgendwann auf den Sack gehen. Das ist das Problem bei Puzzle-Bossen. Ich meine, hier ist das Puzzle nicht schwer rauszufinden. Da war tatsächlich in Sekiro, die drei Affen waren cool. Nee, die vier Affen, die man finden musste. Und jeder hatte quasi eine andere Fähigkeit, sag ich mal. Nicht sehen, nicht hören. Nicht sprechen. Und der andere war letzte Woche unsichtbar. Das Problem ist, wenn man das halt immer wieder machen muss. Das rauszufinden ist cool. Das immer wieder zu machen ist ziemlich nervig. Aber das hat was. Genauso wie hier in Bloodborne. Wie hieß dieser... Dieser mit dem Käfig auf dem Kopf. Das war einfach ein bisschen nervig, weil das halt auch immer das Gleiche ist. Ne? So, Fräuleins. Jetzt, das war's. Das war's aber noch nicht, oder? Das kann's nicht gewesen sein. Oh nein, jetzt kämpfen sie zu zweit. Have no fear. I will hold thee. Patience. Ye will be countless born. Forever and ever. Ich stehe gerade hinter ihr. Warum haue ich jetzt nicht einfach den Schädel ein? Ja, guck lieber hin. No. Ja, guck einfach nur zu. Dann hätte ich mal meine Spezialattacke besser aufgehoben.
Of the last queen of Caria, Brenala of the full moon. Das ist so Bloodborne jetzt aber. Wahrscheinlich, das ist doch der Ort, wo Rom the Vacuous Spider unterwegs ist. Das ist genau derselbe Ort. Kann mir doch keiner erzählen, dass es da keine Verbindung gibt. Sind das nicht sogar dieselben? Das ist sogar derselbe Angriff wie bei Rom. Das ist auch dieselbe. Ja. Die Beschwörungen. Das ist einfach. Okay, jetzt. Ah, no. Scheiße. Jetzt bin ich interessiert, inwiefern das wirklich zusammenhängt. Weil das ist nicht nur... Klar, es könnte sein, hey, wir hatten da mal diese coole Arena mit dem Mond und so. Lass nochmal machen. Aber das ist doch das Gleiche. Diese Wasserfläche... Gut, der Mond kommt, glaube ich, bei Bloodborne erst, nachdem man Rom dann getötet hat. Und das ist ein roter Mond, aber ja gut. Das war ja irgendwie das Thema. Was? Scheiß doch auf den Drachen. Nee. Genau. Ich lass mich doch nicht mit dem kleinen Scheiß auf. Wow, okay. Remembrance of the Full Moon Queen, Great Rune. Of the Unborn. Ja, das war einfach. Hat die ja halt super viel abgezogen. Man durfte sich einfach nur gar nicht einlassen auf alles andere. Einfach draufrotzen und fertig ist. Great Rune of the Unborn. Wo... Used to perfect rebirth. What? Amber Egg Clutch Baranala. Da müssen wir jetzt erstmal überhaupt rausfinden. My sweetings. Thou, is it thy wish to be born anew? Nee. To become a rebirth, a larval tear, cosmetics. Ah, ich kann wahrscheinlich bei ihr mich komplett neu aufleveln vielleicht. Das ist cool. It's locked. Ist ja blöd. Nochmal ein Int und ein Strength. Komm, da geht noch eins mehr. Ja. Und jetzt machen wir noch ein Endurance. So, jetzt kann ich
andere Waffen, zum Beispiel... Nee, das kann ich immer noch nicht benutzen. Int 18 für das. Welches hatte ich vorhin, das Int... Dragon Halberd, Golden Halberd, Faith 12. Ich hatte doch irgendwas, was ich benutzen wollte. Das da. Will ich aber noch aufleveln, bevor ich es benutze, sonst ist das ziemlich witzlos. Okay, das ist zu. Warum ist es zu? Cool, das ist schon mal geschafft. Dann gehen wir zum Roundtable, zum Schmied und versuchen das aufzuleveln. Diese helle Baden-Dinger sind die mit normalen Sachen aufzuleveln. Strengthen. Ich will nicht nur... Ich will die hier. Somber Smithing Stone, ja? Ist mit demselben aufzuleveln. Okay, die helle... Diese Riesendinger. Auch Somber Smithing Stone. Oh, das war Strength 40. Das ist schon heftig. Braucht aber noch vielleicht eine Weile. Meteoric Blade. Ach, da komme ich nie hin. Interessant wären dann vielleicht noch diese helle Baden. Die sind ähnlich stark, ne? Die haben beide ähnliche Physical. Nur, dass die hier auch noch Holy Attacke hat. Faith 12. Ich glaube, wenn, dann will ich die aufleveln. Hat aber auch Somber Smithing Stones. Scheiß. Golden Vow. Faith 12. Und ich habe 9, glaube ich. Was will ich lieber? Eine helle Bade oder dieses Minischwert? Ich glaube, ein kleines Schwert ist schon cool. Ich nehme das kleine Schwert. Gut, mein geliebtes Bloodhound Fang, du wirst mir in Erinnerung bleiben. Ich werde dich höchstwahrscheinlich in einer halben Stunde spätestens wieder benutzen, weil ich merke, dass das kleine Ding voll der Scheiß ist. So, ich habe hier eine... Was kann ich... Beim Edeka. Gunnar Lemonade with a hint of mint. Let's test it out. Ja. Halber Zuckergehalt von der Cola. Mhm. Gar nicht schlecht. Ich mag so saure Sachen ein bisschen. Sehr leichter Hint auf Mint. Schmeckt ein bisschen wie von Bitter Lemon gibt es auch so eine, wie heißt das, Fruity, falsch rum, Fruity, ja, so eine Fruity-Linie, da gibt es glaube ich auch was mit Minze, das schmeckt ziemlich ähnlich. Was jetzt, links, rechts, gehen wir hier hin und dann gehen wir den Weg mal hoch. Oh yeah! Komm direkt den nächsten Boss. Das war... hallo? Malefactors Everjail. Probieren wir das. Und schauen wir, ob die Waffe mir taugt. Es kann echt sein, dass ich relativ schnell sage nein, weil die Reichweite so kurz ist. Was bist du für einer?
Denn die Reichweite und vor allem die Spezialattacke war halt bei Bloodhounds Fang richtig gut. So schön nah rangehen, einen richtig fetten Hit rein, zurückrollen und dann nach vorne preschen und abkassieren. Das war halt einfach ziemlich cool. Wobei das auch nicht schlecht ist. Daran kann ich mich auch gewöhnen. Hast du gerade getrunken? Sollte man natürlich nur machen, wenn man noch HP hat. Adan, das war's. Flame of the Fell God. Ist das ein Zauberspruch? Man, Incantation. Ich weiß nicht, was der Unterschied zwischen Incantation und Sorcery ist, außer dass das eine rot ist und das andere blau. Wahrscheinlich ist das der wesentliche Unterschied. Das hängt da ziemlich lapprig runter. Da reite ich mal schön durch. Das ist schon wieder ein Poison-Drecks-Schwamm. Schwampf. Sumpf. Ich verstehe nicht, wie sie so große Gebiete machen konnten. Das da hinten sieht nach einem ziemlich gruseligen Scheiß aus. Will ich dahin? Village of the Albonorix. Scheint ja ein nettes Örtchen zu sein. Und schnuckelig. Aber die Geschwindigkeit ist schon toll. Ist schon toll. Larvald hier. Okay, jetzt könnte ich mich theoretisch nochmal von vorne leveln. Aber warum sollte ich? This village is done for. Mhm. Cool. Schauen wir mal, was Celle Village so zu beessen hat hier. Was gibt's hier Feines? Nein. Ich dachte, wir hätten das hinter uns.
Crystal Sword. Jetzt kommen die Schwerter rein. Ist im Prinzip sowas ähnliches wie das. Eigentlich sogar ziemlich ähnlich. Nur halt schlecht. Oder noch nicht aufgelevelt. Na, jetzt habe ich das. Hm? War das jetzt schon der Ort? Nee, ne? Wie komme ich denn da hoch? Schon cool. Mal, wieso könnt ihr euch denn eigentlich alle heilen? Oh, Schluss jetzt. Ja, das Miranda Powder. Das schnelle Schlagen macht Bock. Ist auf jeden Fall cool. Höre ich einen Gegner oder höre ich? Secrets lie with me, not a one. Oh, please leave me be. Wait, then. You're... Well. Oh, I. Alles Albus. We're finished. The cursemongers have destroyed it. Cursemongers. No, we beg you. You must keep it out of. Halleck Tree's secret medallion. And if you should meet the young. Then please give. A chosen land. The medallion is the only equipment for deer. My legs, alas. Ich glaube, der stirbt gerade. Naja. Ivory Sickle. Okay, also gibt es noch so eine Art Schloss, für das ich zwei Medaillenteile brauche. Das ist wahrscheinlich das nächste, wo ich hingegangen wäre, zu diesem Teleporter. Bei dem Schwert ist es ein bisschen komisch, dass er teilweise, wenn ich jetzt schon schlage, dass er es teilweise nicht direkt einloggt, sozusagen. Kannst du mich mal, ich brauch dich eh nicht. Omen Killer. Keine Hunde. Oh.
nervig. Ich war gerade voll verwirrt, weil ich nicht wusste, was mein Schwert macht, wenn ich R2 auflade. Ja, sehr weit geht das nicht. Könnte mein... Mein Herz. Noch einer. Da kommt sogar noch ein dritter. Oh, der teilt ganz schön aus. Schläge sind gut. Crucible Knot Talisman. Reduces damage and impact of headshots. Immune to fall damage. Ich behalte das an, ich finde das irgendwie witzig. Ich werde immer vergessen, dass ich es trage. Ups. So, ist hier sonst noch irgendwas Interessantes? Wer baut sein Dorf so auf? Ja, aber ich glaube, viel mehr ist dann hier auch nicht, ne? Den haben wir schon gemacht. Vorne ging dieser Krieg ab, oder? Da war es unten. Ich beschäftige mich nicht mit dir. Ah, guck mal hier.
Gibst du nichts? Nee. Ich kenne dich doch. Wie viele von denen gibt's? Ich meine, bisschen schade, dass ich Bloodloss nicht mehr habe. Wo ist er jetzt? Komm. Was? Death Root. Das konnte man auch. Ah ja, genau, damit konnte man diesen komischen Beastman da füttern. Ja, es schaut, Bloodloss hat nämlich immer im entscheidenden Moment richtig viel abgezogen. Aber egal, ich habe jetzt gewechselt. Und ich gehe erst zurück, wenn ich denke, dass es doof ist. Hm? Kommt man da irgendwie rein? Wenn dann da, hinter mir ist eine Art Hütte. Ja. Irgendwann suche ich das alles. Irgendwann. Meistens ist doch dann auch noch ein Händler in der Nähe. Oder auch nicht. Aber hier hockt wieder einer. Smithing Stone 4. Bin mir nicht sicher, was Negates Fall Damage bedeutet, aber heißt es nicht, dass es das aufhebt? Renders the wearer immune to fall damage, cannot prevent falling to one's death. Ah, okay, das heißt,
Im Prinzip. Ist es so, dass wenn ich so tief falle, dass ich sterben oder dass ich sterbe, es gibt, glaube ich, so eine Höhe, ab der stirbt man halt einfach, egal wie viel HP man hat. Wenn ich so tief falle, sterbe ich. Aber wenn ich ein bisschen weniger falle, so dass es mir Energie abziehen würde, dann zieht es mir nichts ab. Vielleicht muss man das so verstehen. Was schade ist, es wäre ja auch zu schön gewesen. Okay, kann man hier? Natürlich kann man. Auf geht's, komm. Ja, das ist gar kein Sprung. Mann, das wäre cool gewesen. So vollgasmäßig mit Propeller im Arsch. So, jetzt kann ich aber irgendwo hier runter. Ja, hier auf jeden Fall. Denn ich will in den Turm. Ruhe. Lasst mich in Frieden. Wahnsinn. Heftig, wie ich das gemacht habe. Das habe ich einfach richtig gut gemacht. Naja, kommt. Veralbert mich nicht. Yes. What's up? Carrion Study Hall. Was auch immer das ist. Aber irgendwas mit Planeten. Examine Pedestal. Something fits on this pedestal. Wahrscheinlich irgend so eine Art Globus. Hier kann man auf jeden Fall runter. Ich habe ganz schlimme Dark Souls 3 Assoziationen. Und mit ganz schlimm meine ich ekelhafte Magiegegner. Das sind doch einfach die Great Archives, oder? Es sind auf jeden Fall Great Archives. Hm. Aber Magiegegner auch noch? Also, garantiert ist dieses Spiel irgendein Crossover. Zumindest mit Bloodborne. Oh, das finde ich nervig. Nervig. Stark anstrengend. Kommen noch mehr. Da kommen 100 pro noch mehr. Ja.
Los damit! Gott, wenn man das 1000 Mal machen muss. Okay, Schluss. Oh, ist das anstrengend. Hä? What? Ich frage mich immer, weshalb unter diesen Fahrstühlen, obwohl sie ja eigentlich gar nicht nach unten fahren, nichts ist. Sorry. Geht mir voll auf den Geist, ey. Magic Downpour. Das sind einfach die Great Archives. Wenn ich jetzt noch draußen auf dem Dach rumkraxeln kann, dann ist es einfach das. Die hatten auch diese Riesen. Das ist halt schon cool. So ein riesiger Kronleuchter. Shit. Das sind keine guten Kämpfer auf jeden Fall. Aber klar, gibt irgendwie auch Sinn. Na, es sind wahrscheinlich Scholasten. Wenn es so bleibt, ist okay. Wenn es schlimmer wird, nicht? Auch das ist genau... Fucking Great Archives. Ey, die ziehen echt viel ab. Will ich. Konnte man nicht in den Great Archives die Kronleuchter abschneiden? Ah, scheiße, ey.
So ein kleiner Fernkampf ist gar nicht schlecht. Cerulean Seed Talisman. Ja, okay. Nein, erstmal wird diese Ratte da gebasht. Boost FP Restoration from Flask of Cerulean Tears. Habe ich hier eh nicht. Deswegen ist es auch echt egal. Was mache ich hier oben? Ich will ja vermutlich da hoch. Aber wie? Das hängt da ja einfach. Ich weiß nicht so recht, was ich machen soll. Ich kann jetzt die ganzen Ratten killen. Und dann sind die Ratten halt tot. Aber ich bin immer noch nicht da oben. Irgendwo müsste doch vielleicht eine Leiter runterkommen. Sieht nicht so aus. Oder das ganze Ding. Wahrscheinlich kann irgendwie das ganze Ding runterkommen. Ich habe so Angst, auf den Dingern rumzutouren. Wie komme ich von dem wieder runter? Wahrscheinlich nur mit viel Leid. War ich da schon? Nee, ne? Aber jetzt hänge ich fest. Ich glaube, jetzt hänge ich fest. Ja doch, da war ich ja vorhin. Aber da kann ich, glaube ich, nicht runterspringen. Das ist zu weit. Aber unten ist Wasser. Fuck it. Die Kronleuchter-Sache ist mir zu heiß. Weil ich da nicht mehr runterkomme. Der einzige Kronleuchter, auf dem Nachrichten sind, ist der. Auf dem war ich aber auch. Aber da sind sie ja, glaube ich, nur drauf, weil das der unterste ist. Und auf dem endet man dann und stirbt. Ich bin gewillt, nachzusehen.
Nee, irgendwie kriege ich keine weiteren Informationen. Außer, dass wenn ich einen bestimmten Gegenstand besitze und den da unten platziere, irgendwas passiert. Aber das habe ich mir fast gedacht. Aber den Gegenstand habe ich nicht. Frage ist, kann ich es dann jetzt überhaupt schon schaffen? Oder brauche ich diesen anderen Gegenstand? Ich latsch noch mal runter und guck, was der Laden so hergibt. Nee, also ich glaube, entweder ich bin doof oder hier ist nichts zu holen. Na dann gehe ich halt wieder. War schön. Hat aber nichts gebracht. Oh, wer bist du? Celestial Globe. Ja, dass ich irgendeinen Globe brauche, war mir irgendwie klar. Also gut, das geht wohl nicht. Ich kann hier unten, also den Weg runter. Und dann mal schauen, was da noch so ist. Yeah, da ist auch noch eine Hütte. Ihr Kasper, der Weg endet hier. Was erzählt ihr mir denn da? Old Palace Ruins. Wer zur Hölle ist Uld? Was dem Ens in Uld? Was für ein schönes Wäldchen. Da ist der Baum. Da ist ein Riesenbär, den ich einfach sein lasse. Wir können außen rum reiten. Das sieht cool aus. Hat aber wieder dieses nervige Platforming-Moment, was ich nicht brauchen kann. Wer bist du? Na? Oh, ist das nervig, ne? Schluss jetzt. Das ist deine Katakombe. Bellum Highway.
Katakomben gehen immer. Black Knife Catacombs. The Beast Eye Quivers. Ah, das bedeutet, dass... Was bedeutet das nochmal? Ach, dass in der Nähe ein... Dieses Ding ist, was dieses Riesenbiest essen will. Stehen die immer wieder auf? Oder nur jeweils einmal? Ja, okay. Also das sind die klassischen Dark Souls 3 Skelette. Dürfen einmal wieder auferstehen. Ist erträglich. Immer noch keins, ne? Ich hasse es, wenn diese Nachricht nicht verschwindet. Und jedes Mal passiert mir das Gleiche. Ja. Das hat man fast kommen sehen. Da sind zwei. Finde ich ziemlich uncool. Aber die hauen sich gegenseitig kaputt. Kann das sein? Ja. Nichts mehr. Ich meine, das war erträglich. Rune Arc ist immer gut. Also trotzdem zu. Vergiss es, es gibt, glaube ich, gar keinen Hidden Path. Ich glaube nichts davon. Da ist der Hebel. Irgendwie lässt es sich öffnen. Also ist irgendwo ein Schalter. Auf diesen Dingern hochfahren geht auch nicht, ne? Jetzt mal gucken. Ich sehe keine Leiter. Da hoch müsste ich hier. Vielleicht kann ich auch auf den hochfahren. Aber es ist super gefährlich. Ja, es geht, geht, geht. Okay. Dann war ich doch nur kurz doof. Ich sehe hier schon wieder das Zepter-Guy. Die Zepter-Katze, die eigentlich ein Hund ist. Hm?
Es gibt Illusory Walls. Die sah aber auch einfach anders aus. Aha. Okay. Ich möchte folgenden Bug mitteilen. Immer wenn irgendeine Nachricht erscheint, kann ich nicht mehr schlagen, bis ich sie weggeklickt habe, und das ist dämlich. Das sollte nicht sein. Gut. Wow. Lächerlich. Also es gibt einen zweiten Boss. Dann versuche ich den zuerst, weil die Tür unten ist jetzt ja offen. Also die Tür vorne ist jetzt offen. Dann schaue ich mal, was hier noch so läuft. Ich bin zwar eigentlich echt schon durch. Black Knife of Sarah! Ist mir zu schnell. Schon wieder denselben Fehler gemacht. Wow, bin ich hektisch. Oh no! Okay, machen wir erst das eine und dann das andere. Dann verliere ich zwar wieder die ganzen Seelenrunen. Ist dann aber auch egal. Erst das eine, dann das andere. Cemetery Shade. Okay, zieht echt deftig was ab, das Teil. Die Skelette müssen, wie bei den anderen auch, die Skelette müssen weg, und dann schauen wir nochmal. Dieses Rumteleportiere. Aber er hat nicht viel HP anscheinend, weil ich habe gar nicht gemerkt, dass ich ihn getroffen habe, und er hatte schon das erste Viertel weg. Okay, okay. Let's do this. Let's do it. Okay, du musst auch weg. Ah, was ist das denn? Ekelhaft. Oder ich pfeife auf die Skelette und kümmere mich nur um diesen Knall.
Das war ein Schlag, glaube ich, was ich da gemacht habe. Es sind 4,5 Schläge. Und entfernen darf ich mich auch nicht. Nein. Okay, Magie ist auf jeden Fall gut. Das waren zwei magische Angriffe. Und dann eigentlich nur noch ein Schlag und dann ist es vorbei. Dieses entsetzliche Rumgefuchtel macht mich wahnsinnig. Das ist so witzig. 5 Sekunden Unverwundbarkeit würde reichen. Okay, geh halt hin, geh halt einfach hin. Ah. Oh, das ist so ein Boss, der mich richtig wütend macht. Wirklich. Alle anderen waren bisher okay. Auch Dings da, Margit, The Fell, an dem ich ja locker 2 Stunden gesessen habe. Der hat mich nicht so wahnsinnig gemacht wie der. Das ist wirklich schrecklich. Ich habe gerade eine seltsame Musik gehört. Und ich glaube, das könnte bedeuten, dass meine Kopfhörer gleich ausgehen. So ein kleines Ding bringt mich raus. Und dann... Jetzt habe ich mir gerade echt überlegt, wie das wäre, wenn ich kurz rüber ins OBS gucke und sehe, dass in dem Türspalt hinter mir einer steht. Es ist Schluss, Schluss, Jungs, Schluss! Oh Gott im Himmel! Eigentlich war das völlig unverdient. Twin Sage, Sorcerer. Das war grauenvoll. Death Root, genau, Death Roots. Das sind die Dinger, die ich sammle. Deswegen hatte diese Glocke vorhin geläutet. Okay, Return to Entrance und jetzt machen wir diesen Ninja. Assassin da. Wie mache ich es am geschicktesten? Ich werde wahrscheinlich immer hinrennen müssen. Ich werde auch mehrmals brauchen. Werde dabei vermutlich zu viel HP verlieren. Weil ich diese Guillotine hochreisen muss. Geht aber? Geht? Ah, guck mal. Ja, wenn man früh genug geht, ist der noch nicht fertig. Ihr könnt euch gegenseitig abschießen. Oh
Und du kannst eigentlich auch einfach gar nichts tun. Okay, probieren wir das nochmal. Ja, es geht. Es ist eine bisschen nervige Reise. Es ist vor allem eine nervige Reise, weil ich das, glaube ich, 1000 Mal machen muss. Wie mache ich das? Also langsam. Ganz langsam. Ja, es ist okay. Man kommt hin. Aber nervig ist es trotzdem. Die Ausdauer könnte echt ein Problem werden. Aber blocken ist vielleicht eine gute Idee. Fangen lassen darf ich mich nicht. Wieso bewegt sich denn hier alles so schrecklich schnell? Ich Vollidiot. Man könnte es wahrscheinlich etwas schneller machen, als ich es hier abziehe. Dazu müsste man aber gut sein. Sau. Der ist anstrengend, ey. Ja, es ging. Assassin's Cerulean Dagger. Black Knife Print.
Was ist das? Mark of the Dight of the Black Knives Ritual. Irgendein Case wird's schon wieder sein. Ist das eine Statue? Ja, zum Glück ist das eine Statue. Ah! Was könnte man da machen? Remembrances verdoppeln, glaube ich. Mein. Kann man vielleicht mal brauchen? Wenn ich das Gefühl habe, ich habe eine, die zwei Waffen hat, die ich gerne hätte. Ich habe ja keine mehr. Komme ich denn zu dem Baum? Ich muss nach oben. Da ist noch eins. Sehr seltsam. Das ist so seltsam. Wenn dieses Riesending plötzlich loslegt. Na komm. Zwei direkt nebeneinander ist sehr seltsam. Na gut. Wie gesagt, ich brauch's nicht. Irgendwo glitzert was. Ja. Samba Smithing Stone 2. Okay. Es ist doof, wenn da noch mehr sind. Kannst du den für mich wegballern, bitte? Danke. Muss ich wieder gucken, was die Sonderattacke ist. Die normalen Attacken sind dieselben. Aber die Spezialattacke ist eine andere. Ja, und das war wieder das gleiche wie beim letzten Mal. Oder beim vorletzten Mal.
Das war nicht getroffen. Ich weigere mich, das zu... Ach, das war der dahin. Das ist absolut nervig, wenn die da alle mit dabei sind. Ich will die nicht jedes Mal... Da habe ich sehr viel Glück gehabt. Den habe ich noch drauf. Den habe ich vergessen. Und das war wirklich mehr Glück als Verstand, was ich da gerade gemacht habe. Komm, Schlag. Jetzt muss ich mich kurz selber loben, dass ich den Dodge richtig gemacht habe, obwohl ich es eigentlich nicht gesehen habe. Game Sense for the win! Magic Shrouding cracked here. Lightning Shrouding, Holy Shrouding. So viele. Gleich drei für Katja. Also hier ruckelt die ganze Sache schon gewaltig. Mann, ich hätte es ja wissen müssen. Das ist schon wieder so ein Scheißes. Das ist ein richtig cooler, riesiger Palast. Und ich schätze mich einfach mal glücklich, dass ich es durchgeschafft habe. Aber von da oben kommt wahrscheinlich gleich Sperrfeuer. Nein. Ja. Das Pferd bringt's. It's there somewhere another path leading back to the tree, an ancient tunnel. Hier müsste jetzt dieser Aufzug sein, ja? Grand Lift of Dectus, Hoist Medallion. Okay, das Ganze ist der Aufzug. Na gut. Thank you.
Coole Sache, Mann. Altus Plateau. Ich glaube, so langsam nähern wir uns auch nicht dem Ende. Aber das ist the capital, ne? Oh, das sieht aber auch echt Wahnsinn. Gut, jetzt ist er ganz weit weg. Jetzt kann ich den hier... Nein. Das wäre es doch bestimmt fast gewesen. Naja, wie dem auch sei. Wir haben den Aufzug freigeschaltet und ich glaube, das ist doch schon mal ganz schön viel. Hier gibt es echt noch einiges wahrscheinlich zu entdecken. Viel, viel, viel zu entdecken. Wenn man sieht, wie viele... Graces ich hier habe und wie viele ich hier oben habe. Gut, heißt nicht, dass da zu viele geben muss. Wieso ist hier rechts so viel Platz eigentlich? Aber gut, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich mal einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar freuen. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge von Elden Ring. Bye, bye.